Du hast den Typen auch noch dabei geholfen, sie zu vergewaltigen? Hä? Schämst du dich nicht? Ist dir das überhaupt klar? Weißt du eigentlich, was du da gemacht hast? Laber mich nicht voll. Meine Muschi kann ich mir selber lecken. Lass den Quatsch, ja? Ich hab das gehört. Was redest du für einen Scheiß? Willst du mir mit deinen 14 Jahren Angst einjagen? Glaubst du vielleicht echt jetzt? Ich hab Schiss vor dir. Ja. Du Verräterin. Wie Verräterin? Ja, wie Verräterin? Arschloch. Ist dir eigentlich klar, dass... Du brauchst mich voll zu labern. Chill dich mal, Alte. Chill dich mal? Du redest doch nicht mit mir, du oder? Fühlt sich geil, weil der Polizei draufsteht. Komm erst mal dahin, wo ich wohne. Okay, wo wohnst du? Rebeval. Ah, Rebeval. Aber das ist doch das Land der Glücksbärchen. Zeig dich nur und du kriegst voll auf die Fresse. Okay, ich sag dir meine Arbeitszeiten. Täglich von 9 bis 19 Uhr, außer Leck Freitag. Leck mich, ich schwöre beim Koran, ich komme und fick deine Oma. Schon klar. Weißt du was, du endlich die Klappe. Sonst behalten wir dich nicht nur einen, sondern zwei Tage im Gefängnis. Hast du verstanden? Sei endlich still! Halt dein Maul! Krieg ich vielleicht mal einen Anwalt? Das ist mein Recht. Sie will einen Anwalt? Hast dir wohl zu viele Filme reingezogen, ein Anwalt. Und was soll der machen? Ein paar Minuten Händchen halten und wieder abhauen? Genau. Wir haben so viel gegen dich, so viel belastendes Material, also halt die Fresse. Weißt du was? Wir haben Videos, auf denen man dich mit deiner Freundin sieht, hä? Im Parkhaus. Und genau da ist sie von deinen Freunden vergewaltigt worden, deinen drei Kumpels. Du musst uns hier nicht verarschen. Du bist hier bei der Polizei. Halt bloß deine Fresse. Diesen Klappe und nichts dahinter. Naja, nach 30 Jahren hier. Ich auch. Guten Tag. Ah, guten Tag. Darf Hallo, ich vorstellen? Chef. Kommen Sie rein, Sie müssen keine Angst haben. Hallo. Also, Hallo. Das hier ist Melissa Sayah, Fotografin. Sie wird ein paar Monate bei Ihnen verbringen, um Fotos für ein Buch zu machen, das der Innenminister in Auftrag gegeben hat. Ich verlasse mich darauf, dass sie sich bei Ihnen wohlfühlt. Und ein paar schöne Fotos schießen kann. Natürlich wird nichts ohne ihr Einverständnis veröffentlicht. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Ja. Ihnen auch. Vielen Dank. Bonjour. Der schon wieder. Brauchst dich gar nicht hinsetzen. Oh, Entschuldigung. Iris. Gabriel. Salut. Hallo. Fred. Auch was? Croissant. Nein, danke. Schoko-Croissant. Oh, du nervst. Vielleicht ist sie auf die Nein, Hand. Ich esse aber nur Bio. Ich weiß, wo es Bio-Croissants gibt. Doch, sowas gibt's. Melissa, ich werde Ihnen nicht gleich eine Vergewaltigung oder einen Pädophilen zumuten. Sie steigen langsam ein. Wir haben doch diese Rumänin mit dem Taschendiebstahl. Ach, sprechen Sie Rumänisch? Hörst du auf? Hör endlich auf! Sei still! Polizei! Guten Tag, Madame. Kann ich bitte Ihren Ausweis sehen? Warum? Weil ich Ihnen ein paar Fragen stellen möchte. Sie kommen damit aufs Revier. Und jetzt zeigen Sie mir Ihren Ausweis, ja? Alles klar, Großer? Ja. Gehst du mit deiner Mama spazieren? Ja. Ich heiße Iris. Und du? Etwan. Na, mein Süßer. Er schreit nur rum, ich kann nicht mehr. Ja, und wenn Sie ihn schütteln, hört er auf zu schreien. Ja. Schütteln Sie ihn oft? Muss ich ja. Wie alt ist er? 3,5. War er heute im Kindergarten? Er geht nicht in den Kindergarten. Aber mit 3,5 ist das doch normal. Hast du was gegessen? Hast du schon was zu essen gekriegt? Na klar. Was gab's denn heute? Ein Sandwich. Nur ein Sandwich? Wenn du nichts sagst, dann machst du so weiter und klaust noch eine Weile und irgendwann schicken sie dich auf den Strich und du darfst anschaffen. Vorsicht. Kleine Programmänderung. Alle kommen mit. Eine Mutter hat ihr Baby entführt. Wo ist denn der Wagen? Wo ist der dritte Wagen? Ich hab 8 Leute unten warten und das mit 2 Wagen. Seine Scheiße! Polizei, aufmachen! Jugendschutzpolizei! Wo sind die Kinder? Raus! Grüß sie! Na komm schon! Und dann kommt sie mit ihren Fotos. Klick, 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 klick. Sobald so ein Zwerg anfängt zu heulen, das geht mir auf den Sack. Das ist längst nicht alles, was wir machen. Das ist doch viel komplizierter. Polizei! Guten Tag, Madame. Kann ich bitte Ihren Ausweis sehen? Wer schreit nur rum? Ich kann nicht mehr. Schütteln Sie ihn oft? Ja. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, warum Ihr erstes Kind immer ruhig war, das zweite nicht? Na, dem Kleinen wichse ich nicht jeden Abend einen, deswegen. Seit einer halben Stunde. Kann sein, aber wir sind sofort. Ihr kommt wohl erst, wenn wir euch eine schriftliche Einladung schicken. Napoleon! Cäsar! Christoph Kutschhaus! Kolumbus! Ja! Ich will ins Internat wie Clemence. Warum denn? Weil Papa mich zu lieb hat. Was sagst du da? Glaubst du, ich merke nicht, dass du auf Facebook unterwegs bist? Bist du mein Chef? Nein, aber... Muss ich der Rechenschaft ablegen? Madame muss ich auskotzen. Du sagst mir nie wieder, was ich zu tun habe und was nicht. Hast du das von mir? Nadine, lass das! Hände auf! Wir haben einen Platz für Ihren Sohn, aber Sie können da nicht mitkommen. Ein Anruf! Ein einziger Anruf! Das werden Sie doch schaffen! Nein, ich kann nicht überall eingreifen. Unmöglich. Das bringt sowieso alles nichts. Wir können die Welt nicht verändern oder so.
Aber ich kann es nicht einfach wegstecken. Das alles nagt an mir. Es macht mich total verrückt.